hier drin. Ich kann die auch verprügeln. Dann sterben die irgendwann. Und ich kann sie auch hochheben und woanders hinschmeißen. So. Was gibt's denn hier noch zu tun? Hier hat's noch Gold, aber da will ich noch nicht hin. Das führt nämlich, glaube ich, direkt zum Feind. Hier hat's noch Gold. Und wo das hinführt, weiß ich nicht. Aber dazu brauchen wir erstmal hier... Boah, ja, endlich! Und wie, was da, what? Wie viel Zeug da drin ist? Los, schnappt euch alles! Und wir haben hier rumliegendes Gold. Und wie viel? Das nehme ich natürlich mit, das ist meins. Was soll das? Wieso lag das hier rum? So, Rainer. In meine Schatzkammer. Okay, und jetzt holt euch das Gold und holt mir die Bibliothek. Und dann haben wir, glaube ich, schon volle Geschöpfe Zeugs. Können uns im Moment gar keine Bibliothek... die bringt uns gar nichts, weil wir gar keine Zauberer haben. Wir können natürlich auch Viecher wieder ins Portal schmeißen. Also was heißt natürlich, das konntet ihr bisher ja nicht wissen. Aber das können wir tatsächlich. Wir können Viecher wieder ins Portal zurückschmeißen. Und... Wartet mal, natürlich, ich kann meine Geschöpfe glücklich machen. So. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Ich kann Geschöpfe wieder ins Portal zurückschmeißen und dann können dafür dann wieder neue kommen. Die sind dann natürlich wieder Level 1 und so, also. So, hier haben wir Level-Abzeug, Gold spenden, alle Geschöpfe heilen und so weiter. Erobert mal fröhlich, Mann. So, das können wir auch gleich erobern. Skelette haben ihren Job getan. Ich habe viel zu ihr wenig. Ihr erbeutet eine Bibliothek. So, mehr Gold. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Stufe erhöhen, sparen wir es noch auf. Alle heilen können wir in der Schlacht dann benutzen. Puh. Okay, wir haben jetzt erstmal Schlimmste überstanden. Dachte ich. Macht mal dieses nervende Ding aus. Schnell. Hier ist so eine dumme Falle. Da ist bestimmt einer reingeglatscht. Hier, ich brauche ein paar schwarze Elfen. Die machen die Falle kaputt. Ey, Skelette, ich brauche ihn noch. Müsst ihr gleich noch das Tor kaputt machen. Ja, die machen hier schön die Falle kaputt. Das finde ich gut. Damit auch ja keiner mehr reinläuft. So viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Shit, ich habe immer noch keine Zauberer. Zauberer sind eigentlich schon nützlich, ne? Oh, fuck, kommt her. Jetzt noch nicht kämpfen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Oh, sammeln, sammeln! Oh mein Gott, war das knapp. Nervt mich halt. So, jetzt geht's los hier. Zusammenrufen, jetzt macht sie fertig. Oh, krass, hier fliegt überall Zeug rum. Irgendwer kann so Blitze. Ich glaube, das sind meine eiserne Jungfrauen ab Level 4, können die Blitze oder so. Es gibt immer neue Fähigkeiten für die Einheiten. Stimmt, das habe ich noch nie erzählt. Oh mein Gott, gehst du wohl weg von der Falle. Es gibt immer neue Fähigkeiten, die... Nein, 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 du musst da jetzt nicht mehr hin. Ach komm, schmeiß mir das Ding einfach um. So. Es gibt da immer neue Fähigkeiten, die sie bei Levelaufstiegen erlangen können. Also meine Einheiten. Flatsch. So. Und jetzt, wie mache ich das am besten? Ja, okay, das war die Falle. Die haben die Falle mal kurz im Nahkampf erledigt. Oh, das kann ich noch gar nicht. Aber da hinten hat so noch so einen dummen Zwerg. Und was nervt mich hier jetzt wieder? Nochmal so ein Zwerg, okay. Machen wir erst den Zwerg platt. Alter, ich habe nur noch 7 Imps. Warum? Soll das? Mach mal das Vier platt hier. So, du eroberst schnell. No, du blickst auch nicht, was erobern heißt. Da erobern. Nein! Oh, fuck. Okay, schwarze Elfen hier. Ah, cool. Die Salamander können auch einen Fernkampf. Na, okay, ich trau denen nicht so ganz. Ich glaube, dass die Salamander auch manchmal Nahkampf machen. So, Skelette, macht euch bereit. Ihr dürft bestimmt gleich kämpfen. Ich habe nur noch 6 Imps. Fuck. Ja, sammelt die halt auch noch ein. Sag mal, was ist denn hier los? Ja, genau den meine ich doch. Den sollt ihr killen. So. Nochmal ein Imp hier. So, der ist leicht platt gegangen. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ja, wie? Was? Ein Schurke wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat.
Okay, jetzt hat er was, deshalb ist das Ding auch gleich wieder weggegangen. Und jetzt hier, so, tschüss, du komisches Ding. Ja, hat geklappt. Und jetzt erobern wir dann noch hier. Was? Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Da lag ein Riese und verrottete. Ach so, ja, der ist da rausgefallen. Stirb, Riese. Stirb, Riese. So, jetzt haben wir keine Riesen mehr da drin. Gott, ihr dämlichen Imps, ihr stresst mich was. Ihr sterbt ja eh dauernd. So, fehlt jetzt noch irgendwas? Ja, eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ja, deshalb bevorzuge ich auch Skelette, weil die nicht unglücklich werden können. Hungrige Dämonen können ihre Zehen nicht erreichen. Verarsch mich nicht! So, Skelette, habt ihr schon alles Halle, da ist doch noch was. Imp, erober. Damit die Skelette hier denken, oh, da ist ein Zwerg, und los geht's. Kommt schon, schnappt euch den Zwerg. Alter, jetzt ist Zahltag. Wenn ich der Zwerg wäre, ich würde sowas von wegrennen. Er hat doch überhaupt keine Chance. Okay, gut. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Also langsam geht ihr mir auf den Sack. Ihr erbeutet eine Werkstatt. Okay, der Salamander kriegt ja auch nichts zu essen, sondern den anderen. Die ist auch... Ach, egal. Okay, scheiß drauf. Gut, wir haben hier eine Menge Fallen. Wie kann man denn nochmal ranzoomen? Achso, so. Oh, wir haben alle möglichen Fallen. Die bauen wir jetzt bei unserem Kerker auf. Oder? Nee, die bauen wir hier auf. Eine Gasfalle. Die Gasfalle. Ah. Wenn ein unglückliches Geschöpf sie auslöst, verbreitet sich eine Wolke tödlichen Gases in die gesamte Umgebung. Okay, wie viel haben wir davon? 3, 4... Oh Mann, wie krank. 5! 5 Gasfallen, die stellen wir jetzt einfach hier auf. Vielleicht können wir sie ja brauchen irgendwann. Huch. Ah, so rum. 1, 2, 5. Hier hinten brauchen wir eigentlich keine Fallen, da kloppen wir uns gleich durch. Oh, hier ist die Folterkammer, die können wir auch noch gleich erobern. Ach komm, eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Geh wieder weg, ihr Fallen. So. Die wurden zwar schon gebaut, aber ich brauche die eigentlich gar nicht. Außerdem benutze ich Fallen eh ziemlich selten. Egal, ich schlachte mich jetzt kurz noch durch die paar Gegner hinten. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Das ist mir gerade sowas von scheißegal, die schwarze Elfe kämpft jetzt hier. Die wird schon nicht unglücklich werden und alles hier. Wird schon nicht wütend werden oder so. So, eine Geldspende. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Verdammt, die Hälfte liegt hier rum. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ja, ich glaube auch. So. Skelette, herkommen. Mir fehlt das Skelett, ich muss hier noch ein... What the fuck, ich habe hier jede Menge Gold in einem Kerker drin liegen. Oh, guck mal, hier ist eine Ratte, die kann ich aufheben. Ne, aufheben nicht, aber ich kann sie treten. Moment, ich kann sie schlagen. Stirb, Ratte. Oh, das war der Schurke. Ja, Ratte getötet. So. Jetzt hat's hier noch eine Folterkammer, da werden sich dann meine eisernen Jungfrauen alle reinlegen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Und hier haben wir ein Skelett und hier haben wir noch irgendwelche Zauberer, die eh sterben werden. Oh, und hier geht's ja gar nicht zum Gegner, aber hier geht's zum Gegner. Und vielleicht ist es ja hier dasselbe. Na egal, bauen wir hier einfach alles ab. Auch wenn wir überhaupt keinen Platz haben. Wir haben nämlich nur so eine Minischatzkammer, die jetzt schon wieder voll ist. Wobei wir die eigentlich vergrößern können. Ich baue jetzt hier so eine, weil hier ist zum Beispiel theoretisch noch genug Platz für eine Tür, falls ich eine bauen wollen würde. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Aber ich will keine bauen. So, gut. Hier haben wir jede Menge Schrott, hier haben wir eine Folterkammer, hier haben wir Gold überall rumliegen. Meine Imps tun nichts, aber ich habe auch viel zu wenige. Nein, erober erstmal hier. So, und jetzt müssen die erst noch hier machen. Okay, lassen wir das erstmal. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich diese Tür wirklich schon... Ihr erbeutet eine Folterkammer. ...zerstören will. Verarsch mich nicht, da sind eiserne Jungfrauen drin. Wie wär's, wenn ihr mal Kontakt aufnimmt? Skelett, nimm Kontakt zu der auf. Hä? Sie reagiert nicht. Ich muss sie wahrscheinlich raustun.
So, jetzt müssen wir ja Kontakt zu uns aufnehmen. Oh, ich will bestimmt einen Schlafplatz. 10, 11, 14, 16, 20, 22. Okay, wir haben 23 Betten. Oh, dann brauchen wir noch... Ist gut! Dann brauchen wir hier noch 2 Schlafplätze. Machen wir die hier hin, so. Nein, stopp. Bauen wir hier einen hin und... Ja, so. Sehr, so ist doch schön. Jetzt können die sich ins Schlafplatz suchen. Ein Goblin wurde aber nicht unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Meine Fresse, hier, diese dummen Viecher. Oh, die wissen einfach nicht, wo sie hin sollen. Gehen sie zum einen, dann ist da alles leer. Wollen sie zum anderen und bis dahin sind sie schon längst unglücklich, bis sie dort sind. Was tut ihr denn jetzt? Oh, ihr dummen Imps. Okay, hier Skelette, macht hier mal hier den Weg frei. Zerstört die Tür. Der erobert hier fröhlich Herz des Dungeons von Dante. Dantes Dungeon Herz. Oh, Mana. Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Oh, Level Up. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Oh mein Gott, geht's jetzt zur Sache. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Mir doch egal. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Ist das jetzt mal zerstört? Okay, jetzt erobern die hier überall. Der hüpft hier auf dem Dungeon-Herz rum, der zerstört das wohl für den Rest des Spiels. Und ja, hier hat es noch eine Tür im Weg, hier hat es eine Falle, dann ist hier vielleicht auch eine Falle. Ja, voll reingestürmt. Gut gemacht, Imp. So macht man das. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Mir noch egal. So, also hier ist keine Falle, wie es aussieht. Also sollten wir von dieser Seite kommen. Euer Wachraum ist zu klein. Das ist mir langsam scheißegal. Ihr stresst mich. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Okay, die Gegner kommen schon von selber angelaufen. Das ist gut, das ist gut. Dann sammeln wir uns hier. Obwohl, nein. Wir sammeln uns dort. So, alle los. Jetzt werden wir diesen Kerl sofort erledigen. Dann war es das für dieses Level. Upsala, ich wollte ihn nicht schlagen. Ja, ihr müsst wohl erstmal die Tür zerstören. Ach, ihr seid auch nicht die Hälften. Eure finsteren Pläne werden niemals gelingen, solange ich noch atme. Du atmest nicht mehr lange. Guck dir das hier an. Ich treffe nicht. Scheiße, ich kann nicht auf ihn schießen. Okay, dann kann ich aber heilen. Heilen! Alle heilen! Die Geschöpfe wurden geheilt. Aber ich kann hier nicht blitzen. Blitzen! Verdammt! Heilen! Oh nein, die eiserne Jungfrau ist gefallen. Und da ist irgendwie noch ein Mann von mir gefallen. Nee, das ist die eiserne Jungfrau. Da ist ein Mann vom Gegner gefallen, so ein dummer Zwerg. Und ich klicke hier die ganze Zeit rum und nichts passiert, weil meine Männer einfach nicht sterben können. So, Sieg. Horny, hol dir den Portaljuwel. Wir haben wieder einen erledigt. So einen verdammten komischen Ritterhelden. Jawoll. Und da hat er die Falle, die noch gar nicht sichtbar war, zerstört. So, und die stehen jetzt immer noch alle um die Flagge rum. Naja, das werden sie wohl für eine Weile machen. Oh, eine eiserne Jungfrau, die ja um uns rumläuft. Ist ja cool, oh Gott. Und Schurke. Und nochmal die eiserne Jungfrau. Und überall Skelette und so weiter. Portaljuwel. Juhu. Ich glaube, ich muss Escape drücken, wenn ich nicht irre. Also gleich. Ja, ich denke schon. So, was gibt's Neues? Casino? Ja. Aber das weiß ich schon. Also wahrscheinlich... Mit einem Wachposten könnt ihr Patrouillenwege festlegen. Aha. Verstärkte Türen sind härter und besser. Yes. Okay. Fortfahren. Ja, hier. Schauen wir mal schnell. Oh Gott, was ist das da hinten? Was hat das denn für einen Sinn? Das hat einfach gar keinen Sinn. Okay, hat es hier noch irgendwo einen geheimen Gegenstand? Was machen die eigentlich? Idioten. Geheimer Gegenstand. Was macht der Salamander so? Er kassiert Lohn. Guck mal, hier im Kerker hat es mehr als genug Lohn. Ich würde einfach mal da reinstiefeln. Oh. Oh, wir haben hier jede Menge Gold vergessen. Das lag hier schon die ganze Zeit rum. Willst du mich verarschen? Ich hab's gar nicht gesehen. Ah nein, wir müssen das hier gar nicht... Was ist das? Mana-Schub. Okay, dann brauchen wir das auch nicht wirklich.
So, sonst noch was? Ich glaube, Geheimlevel hat's hier keins. Nee, ich glaube, wir können hier gleich weiter zum Abschlussbesprechungsbildschirm. Also muss ich wieder kurz cutten, also bis gleich. Gut gemacht, Keeper. Selbst Horny war beeindruckt von eurem Sieg. Ihr habt eine große Armee aus den verschiedensten Geschöpfen zusammengeschweißt und eure beschränkten Ressourcen gut eingesetzt. Genau. Das war nämlich wirklich ein verdammt hartes Level. Ich hoffe, dass die nächsten nicht so hart werden. Ha, na klar. Es wird ja jetzt immer schwieriger und nicht einfacher. Oh Gott. Oh, ich kann das hier wieder eintragen. Maro, 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 überall dasselbe. Cool.